Also. Wow, Alter. Überraschung. Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Ich werde wie immer alle Folgen kommentieren und analysieren. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und es könnte sein, dass da heute, dass da heute ein Special Guest reinkommt. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Folge an. Ich bin selber sau gespannt. Ich habe noch nichts gesehen und bin auch ein bisschen aufgeregt heute mal wieder, ne, seit langem. Und wenn ich die Temptation-Folge anschaue. Und ich würde sagen, wir starten mit Folge Nummer 4. Temptation Island! Let's go! Bisher bei Temptation Island. So, ich würde sagen, wir fassen selber nochmal ganz kurz zusammen. Wir hatten das allererste Lagerfeuer. Die Jungs wurden am Lagerfeuer irgendwie so ein bisschen verschont eigentlich. Da ist aber auch nicht viel passiert bei den Mädels bisher. Ne? Die haben sich echt gut verhalten im Großen und Ganzen. Und jetzt sind die Mädels dran und sehen quasi das, was ihre Jungs so gemacht haben. Ne? Und letzte Folge, ihr erinnert euch, wir hatten Cliffhanger. Ne? Und zwar kriegt Jessie noch Bilder von Abdu. Ja, und da war die Folge vorbei. Und genau da geht's jetzt weiter. Ich bin mega gespannt. Wir gucken rein. Alles wird gut. Komm, weißt du, was ich meine? Okay, krass. Du brauchst nicht in die Augen zu rollen. Du brauchst gar nicht in die Augen zu rollen. Hast du das Bild? Ich war mir jetzt nicht sicher bei dem Bild, als sie auf dem Schoß saß, dass er sie nicht gerade so in dem Moment genau runterschieben wollte. So. Ich kann das irgendwie gerade. Sah für mich jetzt erstmal so aus. Ne, aber natürlich zeigt das Temptation nicht, dass da jemand runtergeht. Nein, die Jessie wird da jetzt psychisch erstmal eingeholt. Ich glaube, du wirst was mit ihm haben. Ja, wir verstehen uns auch echt voll gut. Ja, also gut. Wirklich, so voll die Connection. Ehrlich? Ja klar, sehe ich auch noch by the way geil aus. Also ich denke schon, dass einige Mädels Abdu vernaschen möchten, aber ich glaube nur, ich werde es tun. Also klar. Trifft einen, wenn man solche Bilder zu sehen bekommt und schwierig. Ich hätte nicht damit gerechnet, null. Der ist halt ein Mensch, wenn er Alkohol trinkt, verliert er seine Hemmungen und er sucht auch sehr, sehr, sehr viel Bestätigung. Hättest du gedacht, dass der da so schnell so viel Nähe zulässt? Dass es so schnell geht und dass da schon so viel Nähe ist, das schockiert mich, ja. Ja, ich auch. Boah, Jessie, also Jessie irgendwie macht auch bisher einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, so, ne? Sehr vernünftig auch und so, ne? Und eigentlich willst du die ja gar nicht verletzen oder so. Deswegen tut mir die irgendwie ziemlich leid, so. Ich kann mir irgendwie. Ich meine, Abdu, der baut Scheiße, bereut dann aber auch irgendwie immer. Beim Abdu bin ich so noch irgendwie, habe ich so gemischte Gefühle, so. Was ihn angeht, so, ne? Aber auf jeden Fall, oh, die Jessie hat das irgendwie nicht verdient, so, ne? Die Arme, ey, so, weißt du? Die schonungslose Wahrheit des Lagerfeuers hinterlässt nicht nur bei Jessie ihre Spuren. Mhm. Ich hasse ihn. Ach, der soll seine Fresse halten, seine eklige Fickfresse, ganz ehrlich. Ne, das ist dann der Unterschied wieder, ne? Wenn du der Jessie siehst mit dem, was sie macht, so, und dann kommt eine Glory und, haut einen raus, ne, so, und kloppt auf ihn drauf, ne, Grund hat sie, schreibt ihr gerne in die Kommentare, hat sie Grund? Fuck, Alter, ey. Nico ist einfach ein Arsch. Und genau in diesem Moment, wenn du vom Lagerfeuer kommst, dich in dieses Auto reinsetzt, ne, deswegen hängen da auch die Kameras, dann beginnt dein Kopf weg, ich schwör's dir, ohne Scheiß. Was geht in dir vor? Ich hab richtig viel Hass. Okay. Was? Dass sie sich. Sie sagt mir immer, ich bin die Königin, ich bin so hoch, ich bin einfach geil, du bist null. Sagt die das? Echt? Okay.
Jetzt haben wir auch mal so, ne, das war ja irgendwie auch die ganze Zeit so. Die Glory versucht, den Nikolai da irgendwie so, haben wir auch so gesagt, ein bisschen klein zu machen und so, ne, und ey, was sie ihm alles gekauft hat, ich stehe über ihm, hat sie das Gefühl und so, ne. Und jetzt so eine Aussage ist natürlich auch so, ui, 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 ui. Ich bin richtig sauer auf ihn, richtig sauer, ich würde ihm am liebsten jetzt in die Eier treten. Das sind alle unsere Freunde, uns kann ja keiner mehr ernst nehmen als Paar. Wer soll uns denn noch ernst nehmen? Am Ende hatten meine Freunde damals recht. Heirate ihn nicht, der macht es alles nur, dass er hier in Deutschland durchstarten kann, lässt er dich fallen. Falsche linke Ratte. Also was sie ihm jetzt da vorwirft, ne, ist halt einfach, und da würde ich halt vielleicht mit solchen Aussagen warten, was der andere dazu sagt, ne. Das ist schon hart so. Finde ich auch nicht so ganz cool. Ne, klar, sie ist halt mega sauer, so, ne, da muss man auch mal verstehen. Sie ist mega angepisst, mega sauer, so, aber da muss man halt auch ein bisschen gucken, ne. Ich meine, direkt so einen Vorwurf zu machen, so, ey, du hast mich nur geheiratet, um in Deutschland zu bleiben zu können und so. Alter Schwede. In der Villa der Männer erwarten die Verführerinnen die Rückkehr der Vergebenen, um sie nach den Tiefschlägen des Lagerfeuers wieder aufzubauen. Irgendwie kam schnell raus, dass sie wohl Escort macht und da redet man halt über das Thema. Und dann switcht man das so rüber, so auf andere Themen, so Sexleben mit deinem Freund, so wenn man das so verbindet. Und dann hat sie gesagt, da wollte sie gerne das halt so, ja, wie zum Beispiel Dinge, dass sie mich gerne mal in den Arsch schicken will. Jetzt wird das doch voll das ernste Thema draus, Alter. Hör mal auf, Mann. Sieh dich. Ja, das sind halt so Dinge, aber das war... Sieh dich ernst, oder du sie? Echt, nein, sieh mich. Wie? So, weil, ey, wir sind halt crazy, das weißt du? Eigentlich ist es okay, aber... eigentlich ist es so mega entspannt, dass dich mega viel entspannt, passiert. Aber es ist halt krass, dass es am Anfang über solchen Thema geht. Ja. Mir ist, für mich ist wichtig, dass es nicht komplett über zwei Wochen thematisiert wird, ja, weißt du, ja, ich meine? Meine Stimmung nach dem Lagerfeuer ist halt nicht schlecht, würde ich sagen. Leck mich am Arsch, ey. Also, ist schon lustig, ne? Aber guck mal, die Jungs sind alle, die sehen alle nicht mehr so. Guck mal, wie bedröppelt die sind. Aber ist klar, ne? Das Lagerfeuer ist halt immer irgendwie, da musst du mit leben. Was mir ein bisschen getroffen hat, ist, dass das, was sie gesagt hat, ich bin höher Level als der. Sie sagt, sie ist, er ist unter ihr, er ist richtig naiv, das fuckt sie ab. Nico, darf ich dich kurz drücken, bitte? Ja klar, natürlich. Komm, ehrlich, ey, das tut mir so leid, wirklich. Boah, mein Herz, ne? Ich denke mal, das ist seine Traumfrau. Und wenn seine Traumfrau sowas sagt, dann wird das Herz rausgerissen. Auf Nico, dass er so ruhig bleibt! Aber auch immer wieder stark, ne? Die Verführer-Ladies so, ne? Klar, die können verführen und so, aber die können auch richtig immer für einen da sein und so. Fangen die Jungs auf, top. Ladies, ich feier euch. Ja, erstmal jetzt ein Saufen aufs Lagerfeuer. So. Ja, okay, ne? Ich hab gemerkt, der ist rot angelaufen. Der ist rot angelaufen, der sah so ein bisschen sauer aus. Also, aber der ist ein bisschen rum, denke ich, wieder auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat sie ihn aber auch gar nicht so getroffen, die Aussage. Ich meine, ich habe es ja auch gesagt, so, eigentlich ist das jetzt nicht so dramatisch gewesen, was der Credo da zu sehen bekommt. Ich denke jetzt nicht, dass das Ellies übertriebene Vorlieben waren, die sie da gesagt hat. Ich glaube, die hat einfach daher gequasselt, so. Deswegen, oder er überspielt. Keine Ahnung, aber ich schätze ihn eigentlich nicht so ein. Und geht jetzt ab? Hinsetzen bitte. Geil! Hinsetzen bitte. Hinsetzen, ich hab bitte. Angst. Der Felix. Geil, Jungs. Wahnsinn. Party. Dafür sind wir ja auch hier und auch um die Mädels auf andere Gedanken zu bringen. Starke Aktion, Männer. Starke Aktion. Einfach mal, wenn die Ladies vom Lagerfeuer kommen, komm,
Wir machen direkt hier eine Choreografie. Und stark, Jungs. Starke Aktion. Und wie geht man in der Villa der Männer mit den Nachwirkungen des Lagerfeuers um? Man feiert sie einfach weg. Bodo, willst du auch mal gehen machen? Das macht jede Frau! Das macht jede Frau! Ey, ich will keinen Ständer kriegen. Hier drin ist Laura die beste Person für mich. Dear in Temptation. Mal krummeln, aber Dachchen erstmal, ne, Alter. Digga, ist auch wieder da. Ich bin mit Laura endlich wirklich so rein auf Freundschaft, aber tatsächlich ist auch sie die größte Temptation. Okay. Jawoll. Kommst du ins Bett? Nee. Wenn Credo dabei ist, von mir aus, aber so nicht. Wenn Credo dabei ist, von mir aus so nicht. Stark, Mark Robin. Oh, ja, ey. Ja, also Mark Robin ist schon wirklich sehr verkopft hier. Aber ich habe das Gefühl, dass so langsam ein bisschen gelockert wird. Mann, jetzt geh mal gucken da, Mark Robin. Alter, dieses Bild kann nicht. Nein! Nein! Dieses Bild. Nein! Mark Robin, Mann, jetzt gucken kannst du doch. Sehr, sehr saftig alles, ne? Mama mia. Ich fange schon mal mit 4 Ärschen an. Also wäre ich Single, werde ich schon alle durch. So, Arsch bleibt Arsch. Credo, harte Worte. Ja, ich weiß nicht, wie Ellie so drauf reagieren wird, ne? Ja, werden wir sehen. Keine Ahnung. Wenn er sagt, es ist okay, dann wird es wohl so sein. Der Morgen danach in der Villa der vergebenen Frauen. Besonders eine Kandidatin kommt über die Bilder des ersten Lagerfeuers nicht hinweg. Glorias schlimmste Befürchtungen sind wahr geworden. Ich krieg dieses Bild nicht mehr raus. Was machst du deine ekligen Wuschfinger dahin? Ich hack sie dir ab, wenn wir in Deutschland sind, ich schwör's dir. So doof, ne? Das ist so assi. So doof, ne? Ellie, auch geil. Aber sorry, das, was ich gesehen habe. Da hat niemand von denen gesagt, also Nicola, mach jetzt mal deine eklige Hand an ihre eklige Brust. Ja, aber das Tanzen, boah, vielleicht hatte, also, ich sag aus Erfahrung manchmal, du bist halt verpeilt als Typ so, ne, und dann checkst du das nicht. Ich würde, wenn irgendeine von denen bei Nico im Bett liegt, dann mach ich ihm die Hölle heiß. Ich mach ihm so die Hölle heiß. Der weiß nicht mehr, ob er Mann oder Frau ist. Ich mach den so fertig. Dominant. Ich hoffe wirklich, dass sie dem schon richtig ins Knie ficken. Weil das hat er echt für richtig verdient. Ich will ihn richtig verletzen jetzt. Boah. Also. Wow, Alter. Ne? Natürlich auf Rache aus jetzt. Gloria, ne? Und uiuiui, die brennt. Die Stimmung ist auf jeden Fall anders. Sie ist sehr intensiver geworden. Man macht sich mehr Gedanken, gerade nachdem er auch seine Freundin gesehen hat. Ich bin noch ein bisschen in mir selber am Grübeln. Ich fühle mich immer viel zu viel, Alter. Viel, viel zu viel. Ich verstehe dich voll. So. Aber im Endeffekt, du kannst die Situation jetzt erstmal nicht ändern, so, weißt du? Ändern kann ich schon was. Das ist der Punkt, Abdu, ne? Du hast es selber in der Hand. Du hast es selber in der Hand. Mach keinen Scheiß, Digga, dann hast du den Kopf weg nicht. Ja, du kannst heimgehen, du kannst abbrechen, aber ich meine, ändern hier zu sein kannst du jetzt erstmal nicht. Ich habe so eine neue Seite an mir kennengelernt, die ich so selber so wirklich gar nicht kannte. Krass. Also ich wusste schon früher, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin. Aber dass ich so krass emotional werden kann. Also das hat alles getoppt. Ja, Bro. Denk mal drüber nach. Pool Party! Body, body, body.
Doch mit einem Sound ist die Party vorbei. So, Freunde. Das Temptation ist ein sehr geiles Temptation. Weil, ich bin gespannt. Wir gucken mal rein, was jetzt passiert. Wo der Temptation Sound aufkam, war ich sehr erschrocken, weil ich gesehen habe, wie die Mädels sich sehr unwohl von einem auf den anderen Mund gefühlt haben. Was richtig Schlimmes werden wir jetzt sehen. Was denkt ihr? Wir werden jetzt nichts Schönes sehen. Kein Date, wir werden jetzt nichts Schönes sehen. Vielleicht sehen wir jetzt ein paar Videos. Vielleicht ja doch was Schönes. Was kommt? Leute, das ist gemein, was sie macht, dass sie uns so warten lässt. Wir sind doch alle hier. Wir sind doch nett zu euch. Was geht ab? Ja, ob du mich vermisst? Überraschung. Ja, Freunde. Ich war da, vor Ort, auf jeden Fall. Ihr habt mich vermisst, ne? Sag. Aber macht ihr heute fette Poolparty oder was? Jawoll! The one and only Kelvin. Dankeschön an den Sprecher. Danke, danke. Was geht ab, Ladies? Alles klar? Und wie findet ihr Temptation Island? Also ihr braucht keine Angst haben oder so, es wird euch gar nichts gezeigt, wir können einfach nur feiern heute. Ich bin hier, weil ich heute einfach mal ein bisschen auch die Situation auflockern will hier, ne? Ja, komm, geh mal raus, erstmal Anstoß. Geil, Alter. Hey, auf jeden Fall besser als ein Video. Poolparty oder was? Jawoll! Bock heute, Poolparty, wir müssen richtig abgehen. Ja, wenn du jetzt da bist, auf jeden Fall. Ja, normal, Muster wollte ich hören. Ultra geil. Freunde, kurze Erklärung, ne? Also für alles, was jetzt da noch drin passiert, ne? Ich meine, Temptation Island und ich, wir sind ja so, also so richtig, ne? So, und die holen mich morgens ab, ne? Mit irgendwie 5 Bier, stellen wir den und sagen, ey, Kevin, trink mal jetzt. Du musst gleich richtig Stimmung machen, ne? Sauf dir mal ein. Und ich kam schon auch ordentlich beschwipst rein. Deswegen alles, was passiert, Freunde, bitte, ich kam schon gut beschwipst da rein, bitte, ja? Also, verzeiht mir für einige Dinge, die da kommen werden. Aber wir gucken jetzt mal selber und ich finde das ziemlich geil, dass ich mich jetzt hier selber ranken kann, auf jeden Fall. Geil. Mach Mund auf. Also Party machen mit Kelvin ist auf jeden Fall. Direkt wieder selber den Supersocker. Freunde, kurze Zwischenstory. Das habe ich früher als Promoter, habe ich das auf dem Partyboot immer gemacht mit den Supersockern. Und ich habe auch gesagt, ey Freunde, wenn ich reingehe, besorgt mir Supersocker. Da habe ich doch die Mischung klar gemacht, ne? Von den Supersockern und so. Ne? Also bevor die da lagen. Feucht fröhlich. Yalla, ab an die Bar hier. Scheiße, Alter. Oder Eddie fickt Jungs mit Dildos. Umschnalldildos. Oder ist eine richtige Sau, Alter. Ja, dann lass sie mal die Sau rausholen, Digga. Da habe ich noch mehr Interesse, da will ich noch mehr hinterherhaken. Was soll ich machen? Glaub mir, Digga, läuft weiter. Wir müssen den Mut weiterhalten, Wir haben unser Maskottchen. Mach weiter, immer weiter. Was haben wir? Unser Maskottchen? Felix, Junge, was war das denn jetzt hier für eine Aussage, Alter? Penner. Das ist Marvin, ja. Wie heißt er? Wir singen jetzt einen Shot, okay? Also vier Shots. Was denn? Mein Mann. Was denn, was riskieren? Nicht zu touchy. Ach so, okay, sorry, nein. Ich lass mich jetzt einfach mal... Ja, Digga, was soll ich machen? Einfach drauf, Alter. Ne? Man kann aber einen Versuch starten. So. Aber die Gloria hat natürlich direkt gecheckt, ne? Also ein bisschen treiben. Also ihr müsst euch mal vorstellen, Freunde, ich kannte die Gesichter vorher. Ich saß, ich hab ein bisschen mitgeguckt so. Aber ich wusste jetzt gar nicht, wie die Lage ist, wie das alles schon da aufgebaut war, das wusste ich alles gar nicht. Ich kann nur so ein bisschen von Hören sagen, ne? Und mehr wusste ich nicht so. Also ich weiß jetzt viel, viel mehr als damals, als ich da reinging, ne? Also ich habe gestern 6 Bilder gekriegt, wie er nur seinen Arsch in die Kamera gehoben hat. Immer. Macht euch keinen Kopf, glaubt mir. Vertraut mir einfach mal. Es sieht immer schlimmer aus, wie es ist, damit die beruhigt sind. Damit die entspannt sind und keinen Kopfweg haben. Das müsst ihr denen ins Gehirn reinbaggern. Und dann müsst ihr die anmachen und dann... Boom. Macht euch... Ja, Digga, ich schwör, Alter. Oh Mann, geil. Aber ist doch gute Taktik, oder? Klar, immer einfach beruhigen so mäßig, war mein Film, glaube ich, in dem Moment. Auf die Kosten der Villa. Auf Temptation. Auf Temptation. Lass mal f***en. Was war das denn jetzt? Was war das jetzt? Also da war ich, da sehe ich auch schon wieder aus, das war auch schon wieder abends, ne? Mit 10 Promille, Alter. Also den Satz verstehe
ich jetzt nicht gerade, Alter. Aber okay, wir gucken weiter, Freunde. Schreibt gerne in die Kommentare. Wie findet ihr mein Comeback? Weil ich kam ja auch, also das war, da hat ja auch bei mir alles gestartet. Mein ganzer Anfang bei Temptation Island, die normale Staffel, ne? Da hat alles bei mir angefangen. Deswegen ist das für mich auch so sehr besonders, so, weißt du, ich meine, da gewesen zu sein, auch nochmal Temptation Island gesehen zu haben, das mit euch jetzt hier zu racken und so. Also ein Wahnsinnsmoment für mich. Boah, ich, richtig geil, Freunde. Ich schwör auf alles, ehrlich. Hammergeil, Alter. Hi. Oh mein Gott. Hi. Hi. Really nice. Also was könnte passieren bei Yoga? Ja, mein Körper wird locker, ich entspanne mich und vielleicht kriege ich ja noch mehr Stellungen raus, die ich noch gar nicht kannte. Die werden wir zusammen kennenlernen, wir werden die ausprobieren. Ihr wisst, was ich meine mit Stellungen. Ich sag nur Kama Sutra. Welcome. Have you ever... Kama passt aber auch, Alter. Schnell nochmal weggeguckt, Mann, Robin. Aber ganz schnell. Geil. Laura ist tatsächlich ein ganz normales Mädchen, einfach nur. Wir sind auf einer Wellenlänge so. Und das passt einfach, die Kombination. Oh mein Gott. Was geht ab hier? Oh mein Gott. Ja, das schaut schon gut aus, muss man sagen. Hallo. Ich fand die Ladies auch versohlen den Jungs die Ärsche. Du hast es gar nicht schlecht gemacht. Diese ersten Übungen waren richtig gut. Dein Arsch ist so ein richtiger Knackarsch. Ich konnte da gar nicht mehr weggucken. Trainiert. Ein Lap Dance von Kelvin. Kannst du da Nein sagen? Glory, glory. Ich weiß nichts. Doch, komm. Ja, okay, komm, ich lass. Ich kann nicht. Ja, okay. Einfach Nein. Stop. Wer könnte denn sagen, dass von Kelvin einen Lap Dance hat? Punkt Nummer 1. Mädels wollen Party. Dann muss Party sein. I got the real best friend. Kannst du das überhaupt? Nee, gar überhaupt nicht. Nee, kann ich auch nicht, ich schwöre. Provisiert. Drei Stühle, oder? Also wenn du oder keiner. Ja, okay, aber... Also aber, wenn du oder keiner. Normalerweise mache ich das nicht, aber für sie mache ich es einfach mal. Ach du Scheiße, nein. Also wir sind ready für einen Lapdance. Entweder fängst du jetzt an oder nie. Jawohl! Oh, peinlich, Alter. Der Move. Oh, pass weg. Das sieht so lustig aus. Oh. Wieder Angler. So, genau, wieder Angler. So, kurz mal. Oh. Also, wenn Nico Kelvin sieht, dann weiß ich jetzt schon, dass er richtig durchdrehen wird. Ach, du Scheiße. Ja, die können da doch viel besser, die Jungs, Mann. Hat richtig Spaß gemacht mit Kelvin. Die Mädels sind ein bisschen aus sich rausgekommen. Hammer! Ey, Jungs, lasst euch nicht unterkriegen. Die sind knackbar. Früher oder später ist das machbar. Hundertprozentig. Kevin bringt auf jeden Fall das ein oder andere mit, was wir momentan noch nicht an. Also wie gesagt, Freunde, ich habe nicht alles so genau mitbekommen. Ich hatte nur diese Momentaufnahmen, ne? Da war ich vielleicht 2 Stunden da oder so. Ne? Solche Aussagen, die sind knackbar. War vielleicht in dem Moment mein Gefühl. Ist dann jetzt, wenn ich die Folgen davor gesehen habe, natürlich viel, viel schwerer. Aber du musst halt davon ausgehen, so du gehst da rein, ne? Und vielleicht ist das auch dieses... Mindset, sag ich mal, ne? Ich bin einfach da reingegangen, komm, ey, die sind doch cool drauf, die sind doch knackbar. Einfach alles ausblenden, wahrscheinlich nach dem Motto, so, ne? Und drauf los, Alter, so, ne? Das war mein Ding, so. Das habe ich so wahrscheinlich gemacht. Aber wie gesagt, ich war auch... Den Tag legen und das ist halt diese typische Rampensau zu sein. Gib mir 2 Tage, Digga, länger und dann sei Hund, sag ich dir, wie das ist, Digga. Auch die vergebene. Ja, ey, in dem Moment habe ich so gedacht. Ich schwör's dir. Ja. Aber wäre wahrscheinlich schwerer geworden, wie als ich mir da dachte. Das nächste Mal bei Temptation Island. Hallo, schöne Freunde, das war's mal wieder von Let's Talk About Temptation, Baby.
Alter, ich war dabei, ne? Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Mich freut's sehr, sehr krass, deswegen auch nochmal ein riesen fettes Dankeschön an Temptation Island, ne? Und mega lustig auf jeden Fall, geil, war wieder geil. Ich bin ein bisschen emotional berührt jetzt mal wieder, ne? Und ja, Freunde, wenn ihr mehr von Temptation Island, Let's Talk About Temptation Baby sehen wollt, dann klickt ihr hier, ja? Und wenn ihr die ganze Folge auf RTL Plus sehen wollt und die lohnt sich richtig, Alter, dann klickt ihr natürlich hier, ne? Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Freunde. Es geht weiter, ne? Ich bin auch noch nicht raus, ja? Das ist schön, Alter. Und ja, ich danke euch und macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf und bis dann.